Aperol Goated. Bro, Aperol schmeckt einfach kacke. Schmeckt einfach ekelig. Erstmal hier an der Stelle eine sehr, sehr wichtige Ankündigung. Der ein oder andere hat es schon mitbekommen. Wir werden sehr, sehr bald eine neue ADR-Kollektion begutachten können. Wie die Kollektion heißt und den ersten Leak habe ich bereits auf der ADR-Instagram-Seite gepostet. Das heißt, wenn ihr den noch nicht folgt, dann rein damit. Erste Hose haben wir gesehen. Hier ist der Kollege. Es ist eine Denim-Jeans, schwarz gewaschen, gräulich, mit einem etwas weiteren Fit, würde ich schon fast sagen. Erstmal rein in die Runde. Gefällt euch die Hose? Gefällt sie euch nicht? Also ich finde die schön. Wenn sie euch nicht gefällt, dann gefällt sie euch halt eben nicht. Und den Namen der Kollektion haben wir tatsächlich auch schon geleakt. In diesem wunderschönen Reel, Shadowplay. Weitere Informationen werden auf jeden Fall die Tage folgen. Eins kann ich euch verraten, wir haben morgen am Donnerstag und Freitag Shooting und das Ganze wird dann ja, natürlich noch vor Weihnachten kommen. Aber ich würde sagen, wir warten vielleicht nochmal eine Woche, dann gibt es mehr Infos und dann können wir uns nochmal ein bisschen detaillierter die Sachen angucken. Mittlerweile sind wir gar nicht mehr die selbsternannte Fashion Polizei, sondern eigentlich die offizielle. Wer ein Vitmore Polizeisweater hat, der darf sich auch so nennen. Auf jeden Fall hat Robert Friedrichs mal wieder ein LPU rausgehauen und da sliden wir natürlich einmal rein, gucken uns das Ganze an, ob das unseren Geschmack trifft oder ob das Wagpieces sind. Ich zeige euch, was ich jetzt die letzten 6 Monate so gekauft habe und es sind auf jeden Fall einige Banger dabei, deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Letzten 6 Monate, Bro. 6 Monate ist echt schon ein langer Zeitraum. Müsste ich euch meine letzten Einkäufe der letzten 6 Monate zeigen? Jetzt ohne Witz, ich glaube, das wären 3 Pieces oder so. Weil ohne Spaß, in der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, hatte ich meinen Knacks so krass unter Kontrolle. Und auch wenn ich jetzt hier mein Comeback gestartet habe, falle ich nicht in alte Muster. Hier mal auf die Schulter klopfen. Das ist das Ergebnis von 6 Monaten allerfeinstem Konsum. Ich würde sagen, wie viele Pieces haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 10 Pieces. Also ich finde 10 Pieces jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht viel. Ich glaube, würdest du so einen normalen deutschen Menschen fragen, der hätte wahrscheinlich weniger gekauft. Aber für jemanden, der in der Fashion-Welt als Creator unterwegs ist, ist das schon okay, oder? Ich glaube eh, das ist mittlerweile wirklich so, dass dieser Konsum auch ein bisschen runtergeht. So, man kauft sich eher ausgewählte Pieces, statt jetzt so wie früher so 30 Millionen Sachen. So, weil mittlerweile ist der Kleiderschrank voll, so man hat schon irgendwie so alles so, weißt du, ich meine, und dann holt man sich nur doch das, worauf man wirklich Bock hat. Ich fange mal hier an und arbeite mich so ein bisschen durch. Nämlich haben wir hier eine Vincent Noir Bomberjacke. Sehr, sehr geil gemacht. Die ganze Hardware auch YKK. Hinten haben wir dasselbe. Hat einen sehr nicen cropped Fit und einen sehr interessanten. Mir gefällt der Kragen gar nicht. 0,0. Ein Kragen, nämlich ist der so eckig und das zieht sich auch. Gefällt mir nicht so gut, um ehrlich zu sein. Bei Kragen bin ich sehr, sehr komisch unterwegs. Da auch viel bei ihm durch die Designs. Deswegen Kuss geht nochmal raus. Aber ich finde es gut, dass er da sowas Eigenes mit reingepackt hat. Und ich habe dazu auch noch die passende Hose. Genau, nämlich was ich bei der Bomberjacke noch vergessen habe, es hat auch hier diese Kunstledereinsätze. Das sieht auch super nice aus. Und hier halt, ja, diese Raffung an der Hose. Auch mit diesen Metallpins, die die Raffung festhalten. Hinten sehr schön geschnittene Hose gefällt mir besser als die Jacke. Taschen. Also wirklich auch beides zusammen. Sieht sehr, sehr sick aus. Ich bin sehr froh, dass ich das bekommen habe. Deswegen Kuss nochmal an der Stelle. Und check das auf jeden Fall ab, weil 400 Abonnenten ist wirklich eine absolute Frechheit für das, was hier abgerufen wird. Der gute Sanjeev war so gut. Der gute war so gut, ja. Mir diese wundervollen Hemden für den Sommer zu senden, die habe ich jetzt auch schon seit Sommer bei mir liegen. Und im Sommer habe ich die auch extrem oft getragen. Vor allem, also das hier ist mehr so das Everyday-Shirt. Ja, Facts. Shoutout Sanjeev. Sanj, bester Mann, hatte heute noch kurz mit ihnen geschrieben. Geisteskranke Sachen. Auch gerade so die Sweat-Sachen gefallen mir sehr, sehr gut. Hosen überragend. Das ist das Crinkle-Shirt. Und das hier ist das Lace-Shirt. Das ist wirklich so das perfekte Sommerabend. Ich gehe mit meinen Freunden irgendwie was trinken, Aperol, so weißt, irgendwie was essen. Genau so ein Shirt. Ein Aperol-Spritz. Das ist das. Also wirklich super, super, super nice. Bro, jetzt mal Hand aufs Herz. Aperol-Spritz schmeckt so kotter, ne? Oh, das schmeckt so scheiße, ne, Bro? Wenn man das anhat, fühlt man sich so direkt in Casablanca, so am Aperol schlürfen irgendwie. Deswegen Kuss geht auch raus an Sanjeev an der Stelle, weil das wurde mir tatsächlich auch zugesendet. Das geht jetzt nicht die ganze Zeit so weiter. Also ich habe mir auch Sachen wirklich selber gekauft. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch vorrätig sind oder nicht.
Aber falls sie es sein sollten, ich glaube, Sanch hat jetzt... Ah, von dem Stoff gab es auch eine Hose. Geisteskrank, geisteskrank. Auch am Wochenende im Black Friday Sale, dann schlagt er auf jeden Fall zu. Den Kollegen hier hebe ich mir übrigens für den Schluss auf, weil das ist wirklich ein... Aperol Goated. Bro, Aperol schmeckt einfach kacke. Es ist so bitter. Es schmeckt einfach ekelig. Ohne Witz, gönnt euch zum Vergleich einen Limoncello Spritz. Viel krasser. Ein bescheuertes Piece, wirklich. Spitting Facts. Unfassbar. Werdet ihr aber noch sehen. Und deswegen mache ich mal weiter. Hier mit dieser SF1OG Lederjacke. Habe ich beim Sample Sale gekauft. Schöne Lederjacke, wirklich geil. Lederjacke gefällt mir sehr gut. Ich packe euch mal hier oben rechts hin. Zusammen mit der Hose, die ich euch auch gleich noch zeigen werde von SF1OG. Und ich muss wirklich sagen, SF1OG ist so mittlerweile einer meiner Favorite Brands. Und ich finde, mittlerweile machen sie auch wirklich sehr, sehr tragbare Sachen auf den Runways. Die Sachen sind natürlich ein bisschen extravaganter gestylt. Aber wenn ihr mal wirklich hinschaut, so die Pieces an sich sind super, super tragbar. Und die haben halt völlig ihre eigene Ästhetik. Ich war letzten Sommer auf irgendeiner Party von SF1OG und da wurde mir auch erst klar, für was das steht. Das ist anscheinend die Straße. SF, erste Obergeschoss oder so. Ja, deutsche Brand, coole Vibes. Ja, es ist nochmal so ein bisschen, die schaffen es gut, sich so ein bisschen von diesen Streetwear-Kosmos so abzukapseln, dass man die dann nicht so mit reinzählt. Ja, feier ich. Nicht cool. Unfassbare Runways. Bei den Sample Sales kriegt man die Sachen auch für wirklich gute Preise. Also ich habe diese Lederjacke, die ist übrigens, glaube ich, aus recycelten Auto... Schöne Jacke. Industrieleder, also von so Autositzen oder sowas. Ich rede mal am besten ins Mikrofon rein. Ich habe sogar gesehen, wie Rosa diese Jacke genäht hat, weil sie eine Story dazu gemacht hat, wie genau alles konstruiert wurde, also wie sie das Pattern gemacht hat, wie sie die Jacke zugeschnitten hat, genäht hat und so weiter. Man sieht natürlich an einigen Stellen, dass das halt... Ich finde aber bei SF1OG, das ist so voll das Berliner Ding. So in Berlin ist so voll Gesprächsthema, so, aber abseits davon so gefühlt keiner unterhält sich darüber. Ich verstehe nicht warum, I don't know, aber ist so, fällt mir so auf. Leute, diese Hose... Das ist wirklich meine absolute Favorite-Hose in meinem... Auch sehr farbenfroh hier, diese Kleiderstange an der Stelle. Kleiderschrank, natürlich neben der Panel-Suit-Pants und der Wax-Pants, aber das ist so meine Dreier-Rotation gerade. Die Hose hat einfach den perfekten Fit, einen unfassbar nicen Wollstoff. Es ist eine super Basic-Hose, wirklich, aber es passt einfach alles. Der Schnitt ist perfekt, Fabric ist perfekt, die Verarbeitung ist perfekt. Ich glaube, der Retail für diese Hose wird 360 Euro sein. Weil ich habe mir tatsächlich in der Private Order nochmal die schwarze davon geholt. Und da war auf jeden Fall der Retail 360. Ja, was ist das jetzt für eine Brand? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber abseits davon, ich muss sagen, ist halt eine Hose, die, wenn du sehr, also kleiner bist, schwierig ist zu tragen, weil die sehr in die Breite geht. Aber so vom Schnitt her, gerade auch wie er es kombiniert hat, gefällt es mir sehr gut. Fabric ist perfekt, die Verarbeitung ist perfekt. Ich habe da nochmal die schwarze davon geholt. Und da war auf jeden Fall der Retail 360. Und wir machen weiter mit Wolle. Und mit Sanjeev, nämlich war er so nett und hat mir hier dieses komplette Woll-Kimono-Set zugesendet. Dieser Kimono ist super, super, super nice. Die Fabric ist richtig geil, 100% Wolle. Und ich trage den nicht so oft wie den schwarzen Kimono. Aber wenn man mal so einen Abend hat, an manchen Abenden passt er einfach perfekt. Sanjeev macht wirklich viele Sachen, die du abends zu einem nicen Getränk mit deinen Freunden tragen kannst. Oder nicht auf dem Aperol-Spritz. Zu einem Date. Das ist wirklich so eine... Ja, schönes Set. Date-Brand eigentlich. Also, wäre jetzt auch nichts, was ich anziehen würde, aber kann ich appreciaten. Muss man ehrlich sagen, so abends ausgeh-Brand, weil die Sachen sind einfach wirklich perfekt für diese Anlässe. Und auch wie... Ja, wobei, so... Ja, sagt er schon, auf einen richtigen Anlass kann man schon pullen. Der hier, wenn das noch da sein sollte, dann checkt das auf jeden Fall ab. So Leute, und bevor wir zu meinem absoluten Highlight aus diesem Video kommen, will ich euch noch dieses Shirt zeigen. Ich habe das gerade gesteamt, deswegen ist jetzt hier ein Fleck drauf. Richtig, richtig dumm. Cooles Shirt. Aber das feiere ich. So ein ähnliches haben wir auch bei der Panemonium-Kollektion rausgebracht. Ich fühle die Dinger. Das ist ein Shirt von Out of Time. Ich habe übrigens auch noch die Ärmel abgeschnitten. Das war... Das hat er selber gemacht. Eigentlich okay. Ein T-Shirt. Aber der Fit war auf jeden Fall sehr nice. Beziehungsweise ist immer noch sehr nice. Und hier vorne steht halt so seitenverkehrt Loser drauf. Und ich feiere das irgendwie. Also ich... keine Ahnung, warum ich das feiere, dass da Loser draufsteht. Aber es ist auch irgendwie ein geiler Siebdruck. So leicht rot... transparent auf diesem ja, ziemlich cool. Grauen, verwaschenen Stoff. Das sieht einfach nice aus. Habe ich 70 Euro für bezahlt. Hat natürlich auch diese Used-Optik. So Leute, und das Highlight-Piece dieses Videos kommt von GmbH.
auch eine deutsche Brand, Digga. What the fuck? Wirklich deutsche Latest Pickups hier an der Stelle. Das ist dieser Blazer, der sieht jetzt erstmal relativ normal aus, wenn ich ihn so in der Hand halte, und man kann ihn auch auf normale Weise tragen, aber hier drunter befindet sich eine Stole, die du durch den Blazer ziehen kannst. Hinten. Ja, will ich mal angezogen sehen, das Ding. Durch, vorne über Kreuz quasi. Und dann macht das einfach einen unfassbar nicen Shape am Body. Hat einen wunderschönen Fit. Ist boah, krass, okay, so kommt der Heavy. Wunderbar konstruiert. Jesus. Richtig wunderschöner Merino-Wolle-Stoff. Kostet Retail 1,3. Ich sag nur, dass ich diesen Preis. Apropos Anzüge, wir haben uns mit ADR, kommt wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Frühlings, an auch einen, unseren ersten Anzug getraut. Ein Anzug ist, wir sind am Kochen. Und ich sag euch ehrlich, also ist eine andere Richtung als das jetzt, aber also Anzüge machen ist nochmal anders, als wirklich so ein Hoodie oder so zu machen. Deswegen, und das gerade ist crazy Konstruktion, also wirklich geistkrank. Bezahlt habe ich, habe auf jeden Fall weniger gezahlt, aber deswegen kann ich das auf jeden Fall appreciaten, auch wenn ich es so nicht anziehen würde. Vielleicht wäre das Piece auch. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Zwangsjacke, wisst ihr, ich meine? Feier ich. Diesen Preis wert gewesen. Ich hatte, ihr seht ja auch die Tags dran, dieses Piece noch nicht einmal an. Ich habe es auch erst vor kurzem bekommen. Aber das liegt einfach nur daran, das ist wirklich so, das ist halt auch wirklich nicht alltagstauglich. Also kannst du es nur so anziehen? Dann wäre es schon wieder so ein bisschen lost. Kann es auch ohne diese Zwangsapplikation anziehen? Weil dann wäre es natürlich wieder 2 in 1 und da sind wir natürlich wieder dabei. Kann sich auch nicht hundertprozentig gut bewegen da drin und so. Das ist wirklich so ein Ausgeh-Piece, irgendwie besonderes Event, irgendwie so ein Red Carpet-Piece, würde ich mal sagen. Auch wenn ich jetzt nicht. Okay, du kannst auch ohne anziehen. Eine Daily Base jetzt über einen roten Teppich. Ja, wahrscheinlich sieht man es ja jetzt auch. Ich laufe oder so, aber das wäre auf jeden Fall das perfekte Piece dafür. Ja, also ich bin verliebt. Ich war verliebt direkt, als ich es gesehen habe. Auch wie es an mir gefittet hat. Es ist einfach eine geile Idee auch. Es sieht einfach auch nice aus. Also, was soll ich euch sagen? Sickes Piece. LPUs gefallen mir gut. Ich finde auch, man merkt immer krasser, dass auch so ein Robert oder jetzt in diesem speziell auch Robert so seine Ästhetik so komplett gefunden hat. So diese Wyatt-Look mit weiter Hose, ein bisschen eng anliegende Jacke. So gefällt mir. Ob die Sachen dann immer so für mich tragbar sind oder ob ich die tragen will, sei mal dahingestellt. Aber ich kann es auf jeden Fall appreciaten und sind auch nice Sachen dabei. Deswegen, gutes LPU. Feier ich. Gerne mehr davon.